Herzlich willkommen, es ist Freitag, Zeit für ein neues Angespielt. Heute Risk of Rain 2, der Nachfolger vom ersten Teil. Den hatte ich euch hier auch schon vorgestellt. Der war aber noch ein Plattformer und jetzt ist es quasi eins aus der Perspektive der dritten Person. Man ist also quasi dreidimensional im Raum und muss dann irgendwelche Viecher töten. Und man hat aber ungefähr die gleiche Ausstattung an Skills wie im Vorgänger, nur dass es eben halt sich komplett anders anfühlt, logischerweise. Ich spiele zusammen mit dem Buka aus unserer Community. Der hat nämlich ein paar Stunden investiert jetzt und hat ein bisschen mehr Peil noch vom Spiel. Hallo Buka. Guten Abend. So. Lass mal gucken, ich lade dich mal ein, wir haben das eben schon getestet, da habe ich dich nicht gefunden, jetzt gucken wir mal, ob dein Request ankommt. Risk of Rain 2 ist jetzt erschienen vor ein paar Tagen, ey, guck mal, funktioniert wunderbar. Wir können wollen hier also hoffen. Eine Party bis zu 4 Leuten spielen, ich habe auch noch nie Multiplayer gespielt. Wir können festhalten, es ist immer noch ein Roguelike, das heißt, wir haben verschiedene Runs, die wir machen, wir sammeln Gegenstände, die wir für den einen Run eben nur haben, aber wir schalten auch Gegenstände frei, die dann ab dem Moment in den Runs auftauchen können, also ähnlich wie es auch bei Dead Cells und ähnlichen Roguelikes oder Roguelites ist. Und ja, wir gehen mal rein. Jetzt gucke ich mal, wie machen wir das denn? Start Private Game, oder? Ja, würde ich sagen. Gut, Start Private Game. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Am Anfang wählen wir eine Klasse aus. Ihr seht, ich habe keine, außer nur die eine hier, die Kommandoklasse. Du hast am Wochenende alle möglichen Also sind ja jetzt 6 sind drin, wie man es sieht. Und ja, die habe ich alle freigeschaltet. Sehr gut. Wir sehen auch, jede Klasse hat halt hier so eigene Fähigkeiten. Bei mir ist es halt so, ihr seht es ja, Double Tap Shoot Twice, bla bla bla, Face Round. Werde ich euch gleich alles im Spiel zeigen. Und ja, ansonsten gibt es eine Schwierigkeit, die wir auswählen können. Das Interessante an dem Spiel ist, dass es schwieriger wird mit der Zeit. Also nicht, je mehr Viecher ihr tötet oder je weiter ihr in dem Level voranschreitet, sondern je länger ihr braucht, desto schwieriger wird's. Können wir euch auch gleich zeigen. Und Artefakte wird es dann auch irgendwie geben. Oh, ich sehe, da läuft ein Countdown runter, ne? Rechts unten. Richtig. Okay, wieso machen die das, damit der Server aufrecht erhalten bleibt? Okay, wir spielen einfach mal. Wir spielen einfach mal. Was haben wir dafür gezahlt? Das waren 18 Euro und wir haben es in der ersten Release-Woche gekauft. Da war es noch so, dass es dann einen kostenlosen zweiten Key gab. Das heißt, Buka und ich haben uns reingeteilt. So, wir müssen raus. Wir haben hier so eine Kapsel, in der wir landen und dann haben wir hier dieses schöne Levelchen. Wir haben noch kein Geld. Ihr könnt links oben unser Geld sehen. Ihr seht, wir haben hier eine Primärwaffe auf Maus 1. Das ist hier der normale Shot. Dann gibt es eine, bei mir zumindest, eine Waffe auf der rechten Maustaste. Mit der kann ich die Gegner durchdringen. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn ein paar in einer Reihe stehen. So, Piercing Shot. Dann habe ich einen solchen kleinen Dash nach vorne. Und immer wenn wir Viecher töten, sammeln wir Erfahrung. Und wir sammeln aber auch Kohle, die wir ausgeben können für die Pots, die überall rumliegen. Jetzt habe ich gerade 31. Was wir auch machen können, ist diese Turrets, die kann man auch quasi für sich kämpfen lassen. Man kann die also mieten gegen Kohle und das haben wir hier in dem Fall gemacht. So, ich mache diese. Das ist in diesem Fall meine Fähigkeit. Ach so, das ist deine Fähigkeit, siehst du mal, okay. Also man kann das auch bei, es liegen manchmal auch welche rum, die kann man dann sich holen. Und ihr könnt auch links sehen, dass diese Turret mit angezeigt wird. Also neben Buka gibt es jetzt also auch die Turret bei uns. Ansonsten kann man springen, ihr könnt mit der Control-Taste schneller durch die Gegend laufen, quasi Explorer-Modus. Ich schieße jetzt bewusst ein bisschen weniger. Ich lasse es Buka einfach alles machen. Und es gibt ein Ultimate. Und dazu sammeln wir natürlich in diesen Kisten, gibt es halt auch noch weitere Fähigkeiten. Sowohl passive Fähigkeiten gibt es, die wir halt hier sammeln können, als auch, ihr seht hier rechts unten mein Q zum Beispiel. Das kann ich dann noch bestücken mit Sachen, die man noch finden kann. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, den Teleporter zu finden. Wenn wir den finden und den aktivieren, spawnt der Boss. Und den müssen wir innerhalb eines gewissen Radiuses um diesen Teleporter herum bezwingen. Und genau. Nicht ganz. Ja. Nicht ganz, okay. Der Boss wird nur besiegt werden und man muss eine bestimmte Zeit lang in diesem Ring überleben. Ach so, okay. Weil der hat mir immer gesagt, ich muss wieder in den Ring zurück. Ja, weil das muss man eine bestimmte Zeit lang in diesem Ring stehen und der Zeitmarkt geht halt eben nur weiter, wenn man in dem Ring ist. Okay, aber es ist nicht. Ich kann also den auch rauslocken, ihn dann fertig machen und danach wieder in den Ring gehen. Natürlich. Okay, okay. Bloß okay. Solange der Teleporter noch nicht komplett aufgeladen ist, werden halt weiter Gegner spawnen. Okay, alles klar. Gut. Also das ist erstmal das Grundprinzip von dem Spiel. Achso, jetzt beschieße ich schon Buka, sorry. Ihr seht, ich habe jetzt zwei. Friendly Fire gibt's nicht. Nee, es gibt kein Friendly Fire zum Glück. Hier hinten ist das hier eine Kiste. Ja. Ah, das ist eine Barrel, da liegt halt einfach so. Die kosten auch nichts. Was macht eigentlich das Level Up mit uns?
Das erhöht unsere Schadensausbruch zu erhöhen. Ich habe nicht ganz darauf geachtet, ob es auch die Lebenspunkte erhöht. Aber ach ja, doch, genau. Das wird im Menü gezeigt, dass es erhöht. Kann auch die Lebenspunkte erhöhen. Ja, man muss auch sagen, ich habe mich die ersten Male, ich hatte das ja auch schon erzählt, ich habe mich sehr, sehr dumm angestellt. Gibt übrigens auch Falling Damage, aber der ist überschaubar. Ich habe mich sehr dumm angestellt in Bezug auf. Oh, jetzt habe ich den genommen. Kein Problem. Ich habe meine Geschütze dafür. Okay. Ich habe nämlich diesen blöden, beschissenen Teleporter, den wir hier finden müssen, gar nicht gefunden gehabt. Und, ja, das ist sehr, sehr schwer einzuhebbar manchmal. Ja, ich wusste auch gar nicht, wie der aussehen soll. Ich habe dann ein YouTube-Video aufgemacht, habe gesehen, wie der dann aussieht und ja. Also man sucht ein bisschen und ihr seht, rechts oben läuft die Zeit und ihr seht, der Balken ist noch auf Easy, aber der bewegt sich immer weiter. Und dadurch wird es irgendwann halt ein bisschen schwieriger. Kommen dann mehr Bosse, nicht Bosse, sondern mehr Mobs. Das war übrigens jetzt ein passiver Skill, passiver Gegenstand. Ihr könnt die auch hier oben nochmal sehen. Ich habe jetzt den Buckler und ich habe dieses, den Fungus. Heal all nearby allies. Oh, sehr gut. Ich bin Aura-Bot geworden. Oh. Ja, leider gelten diese Effekte nur für ein Spiel immer. Ich kann die nicht aufsammeln. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Ach so, okay. Ich habe mich jetzt noch gar keinen passiven Effekt. Aber, hast du die gar nicht gesehen? Doch, ich habe sie gesehen, aber ich nur ein Spiel kann es aufsammeln. Okay. Aber es ist nicht dediziert. Du hättest es auch aufsammeln können, wenn ich nicht so, genau. Ich habe das eine. Dann nimm mal das hier, was hier rauskommt, kannst du nehmen. Ich habe den Bug ja zum Beispiel gekauft, die Kiste zumindest aufgemacht. Wir teilen uns ja das Geld. Also ansonsten gefällt mir das Spiel ganz gut, aber wir können auch schon ein bisschen Zwischenfazit machen, während wir spielen. Es hat sich bei mir jetzt, und ich habe es jetzt nicht so lange gespielt wie Buka, da wird sicherlich gleich nochmal eine andere Einschätzung abgeben können. Aber also es macht Spaß irgendwie und vor allem im Koop, finde ich, wirkt es gleich wieder. Aber es ist ja oft so, dass Spiele mit mehreren Leuten einfach mehr Spaß machen. Da wirkt es nochmal anders. Ansonsten fand ich es halt nett. Aber ich weiß nicht so genau, ob mich das total kickt, auch auf lange Sicht. Also ich hatte nicht sofort, ach hier, den hole ich mir. Ab sofort kämpft dieser Turret auch für uns. Also ich weiß nicht genau, ob mich das total lange flasht. Hier ist er. Hier ist der Teleporter. Wir warten nochmal kurz. Ich kann es nicht genau erklären, aber irgendwas catcht mich noch nicht so ganz. Aber ich weiß auch, dass viele Leute sehr happy waren und sehr zufrieden und sehr positiv angetan sind. Und mein erstes Gefühl ist auch erstmal positiv, aber halt nicht so bedingungslos und wie geil ist es und so weiter. Hier können wir übrigens 75% unseres Lebens eintauschen gegen irgendwas. Beziehungsweise, wenn man es nutzt, wird es dann teurer. Genau, ja. Weil ich habe sie jetzt schon mehr genutzt, deswegen sind jetzt 75%. Ah, das ist aber auch dann quasi auf die Gruppe bezogen, okay. So, ich mache noch den einen da oben. Von mir aus können wir dann gleich, wenn du möchtest, den Teleporter einschalten. Da hinten sind noch ein paar hübsche Kisten, die würde ich noch schnell einsammeln. Denn wenn wir den Boss spawnen, können wir nichts mehr einkaufen. Ah, okay, wieder was gelernt. Das wusste ich nicht. Du hast so eine Heildrohne, die dir hinterher fliegt, ne? Ja, die müsste uns beide auch heilen können. Sehr gut. Okay. Wo ist noch hier eine Kiste? Ich will auch noch was kaufen. Ansonsten, angespielt gibt es hier in dem Kanal jeden Freitag. Also lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefällt. Vergesst nicht, diese Klingel anzudrücken hier, na, diese Benachrichtigungsklingel. Und bei Twitch gibt es auch immer wieder Livestreams. Ich bin jetzt seit kurzem Twitch-Partner. Freue mich also auch da, wenn ihr ein Follow dort da lasst. Vielleicht findet das Spiel auch mal so eventartig da in den Stream auch rein. Ich nehme das mal. Old War Stealth Kit. Turn invisible on taking heavy damage. Geil. Wenn mich der Boss erwischt, werde ich unsichtbar. Ist erstmal nicht schlecht. Ich finde die Beschreibung etwas unpassend, denn im Menü kann man sich auch die Itembeschreibung etwas detaillierter anzeigen lassen. Jedes Mal, wenn man getroffen wird, besteht eine Chance, dass man unsichtbar wird. Ah, okay. Du hast wahrscheinlich schon wieder alle Items auswendig gelernt, ha? Das nun nicht, aber ich habe mir vor dem Menü kurz rumgeguckt. Hatte ja ein bisschen Zeit. Na gut. Gibt's noch eine Kiste, die du gerne öffnen würdest? Ansonsten können wir losgehen. Ich habe keine mehr gefunden. Okay. Ja, na dann. Auf zum Teleporter. Es gibt auch keine Map, ne? Oder gibt's als passives Item irgendwie eine Map oder sowas? Nee. Ich habe zumindest nie eine gefunden. Okay. Dann wird's keine geben, nehme ich mal an. So, hier sind ein paar Turrets. Buka hat den Teleporter aktiviert. Ihr seht, die prozentuale Zahl geht hoch. Die müssen wir halt auf 100 bekommen und währenddessen noch nebenbei ganz entspannt den Boss hier killen. Ich weiß halt nicht, wie einfach das wird, wenn wir hier mit mehreren Leuten spielen, also zu zweit in dem Fall. Also ich habe bisher immer nur auf normal gespielt, also auf dem Easy meine ich gespielt, wir spielen jetzt auf normal, daher kann ich es nur schwer beurteilen, wie schwer. Ach so, du hast nur Easy gespielt, okay. Ja, jetzt machen wir das jetzt so schnell wie möglich unlocken und naja, da war das hilfreicher.
Aber Alter, nicht schlecht. Der ist ja fast down. Der ist down. Wir haben zwei Geschütze, wir haben eine Drohne und nochmal ein stationäres Geschütz auch nochmal. Man muss aber sagen, ich habe das also im Singleplayer, ich glaube, ich bin, keine Ahnung, dreimal an diesen. Oh, geil. Detonate enemies on kill. Da oben ist auch nochmal so ein Ding. Hier, guck, das kannst du dir auch nehmen, da oben, Booker. Schön, dass zweimal gespawnt ist. Ja, ist zweimal gespawnt. So, ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft, als ich den Boss da dreimal oder was gespawnt habe. Use 3D-Printer, den hatte ich noch nicht. Was mache ich damit? Damit musst du Items opfern und bekommst dafür dann das, was hier oben drauf steht. Ah. Und das ist in diesem Fall Energieschild. War das jetzt eine dumme Idee? Kommt drauf an, was du dafür losgeworden bist. Das weiß ich nicht. Ich habe nicht hier geguckt. Ich weiß es nicht. Okay. Nee, aber von Energieschild ist es nicht unbedingt schlimm, der regeneriert sich von alleine, obwohl es gibt genug Items, die auch die Lebenspunkte wieder regenerieren, von daher. Aber Path of Exile spiele ich auch mit Energy Shield, passt schon. So, Enter Teleporter oder was machen wir hier jetzt? Könnten wir, wenn wir nichts kaufen wollen, dann würde ich sagen, ja, denn das Geld werden wir jetzt nicht verlieren. Ach, das Geld verliert man? Richtig, das wird in NEP umgewandelt. Ach so, ja, dann können wir theoretisch noch gucken, ob irgendwo noch was liegt, oder? Weil wir haben echt, ich hab noch 560. Ja, oder lohnt sich's, in XP reinzustecken? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt eh fast ein neues Level-Up, von daher weiß ich es auch nicht genau. Lass mal gucken, ist hier hinten noch eine Kiste zufällig? Nö. Hier ist nochmal ein kleiner Kaufschrein mit noch einer weiteren Healing-Drone. Kannst du zwei equippen? Die Drone kann man so viel haben, wie man will. Geil. Vor allem die Drohnen kommen mit in den nächsten Level. Sehr gut. Bekommen wir neues Leben, wenn wir ins neue Level gehen, also 100% Leben? Da bin ich mir nicht 100%ig sicher. Aber normalerweise findet man auch so genug Upgrades, die haben die Lebenspunkte wieder. Ja, dann versuche ich mal. Ich opfere mal 75%. Es kam nichts bei rum. Na, Kohle bekommst du ja dafür. Ach so, nur Kohle. Naja, gut. Ich mach mal mit. Ich opfere mal 93%. Wir haben ja eh die Heilungsdrohne, ne, und alles. Richtig. Das passt schon. Na gut, dann gehen wir jetzt hier Enter Teleporter. Complete a Teleporter Event. So, jetzt kommt der ganze Scheiß hier rausgerotzt. Wunderbar, Mensch. Ey, das ist erstmal, dass ich einen Boss geschafft habe und ein Level. Booker, dankeschön. Hey. Ja, ich habe mal jetzt kurz gelesen, den kurzen Artikel, oder zumindest die Überschrift eines Artikels, dass es eh empfohlen wird, mit Freunden zu spielen. Und ich habe vorhin gesehen, dass man auch eine offene Lobby für andere erstellen kann, damit jeder einfach beitreten kann. Von daher Wird es hoffentlich kein Problem sein, andere Spieler zu finden. Ja, wie ist denn dein Fazit? Ich denke mal, wir machen eh nur das eine Level hier noch für das angespielt. Aber was denkst du über das Spiel? Also als ich es alleine gespielt habe, war es dann irgendwann doch ein bisschen sehr repetitiv. Vor allem das Scheine-Suchen war auf manchen Maps sehr, sehr nervig. Das war da beim zweiten Teil, glaube ich, einfacher. Ja. Aber jetzt mit dem anderen zusammen macht es schon deutlich mehr Laune. Ja, und ich finde auch, das ist echt ein krasser Unterschied irgendwie. Wir hatten vorher darüber gesprochen, der einzige andere so Shooter-Roguelike, den ich kenne, ist Sigurd, wo man halt eben nur Singleplayer hat. Ja. Den ich im Singleplayer besser finde, aber im Multiplayer finde ich, ist das hier deutlich unterhaltsamer. Okay. Würdest du sagen, ich meine, wir haben jetzt nur 9 Euro ausgegeben, weil wir halt noch dieses Angebot hatten, in der ersten Woche, kauf ein Spiel, bekomm eine Copy umsonst. Also wenn man Freunde hat, mit dem man zusammen spielen kann, würdest du auch sagen, es ist 18 Euro wert? Weil der reguläre Preis ist ja, glaube ich, der jetzt gilt. Es ist ja auch noch Early Access, ne? Ich wollte sagen, wer weiß, ob es danach nicht sogar noch mehr kostet und jetzt sein, das schwer zu sagen. Es gibt andere Roguelikes, die ich weniger gezahlt habe, zum Beispiel Wizards of Legend oder Dead Cells, die mir dann wiederum doch besser gefallen haben. Ja. Na gut. Gibt's ja so ein paar schöne Spielchen. Diese Kisten sind ganz geil. Ja. Aber gut, das sind auch wieder teilweise andere Subgenre oder wie man es nennen möchte. Ja, das stimmt. Lässt sich schwer vergleichen, ja. Aber ja, ich mag das. Ich mag auch die Grafik. Es ist sehr performant. Also ich hoffe, dass die Aufzeichnung dann genauso flüssig ist wie bei mir das Gameplay gerade, weil das ist sehr, sehr angenehm. Also dafür, klar, es ist natürlich jetzt nicht fotorealistisch und so, es ist schon eher comic-mäßig gehalten. Ja, aber ich auch das sehr, sehr im Stil des Vorgängers, muss man sagen. Zumindest kann man die Gegner aus dem Vorgänger gut erkennen. Ich habe es nur Videos dazu gesehen, deswegen kann ich es nicht so genau. Ja, na, ich fand den ersten Teil, den Plattformer, fand ich ziemlich cool eigentlich. Ich habe den nur deswegen nicht gespielt, weil der so ein bisschen schwierig war am Anfang für mich, weil also es ist ja schon sehr klein von der Auflösung her so und ja, ich habe dann ja irgendwann Dead Cells für mich entdeckt und als ich Dead Cells für mich entdeckt habe, war halt die Zeit mit Spelunky dann auch vorbei und alles, was ich da in die Richtung gespielt hatte. So, mal gucken, was hier drin ist. Eine Stun Grenade.
Also ihr merkt das Prinzip, ihr habt oben die Leiste mit den Items, die ihr im Laufe der Zeit einsammelt. Es ist eigentlich immer die gleiche. Was ist das hier? Ein Lunar? Das ist so ein kleines Item, in dem dann ja bestimmte Gegenstände drin sind, aber ich bin nicht sicher, ob die gut sind. Ich glaube, die haben auch Nachteile, sind zwar sehr stark, aber. Oh, gain gold on hit, but lose gold on getting hit. Wollte ich sagen, das ist was Ähnliches halt eben wie die Devil Deals in Binding of Isaac, also starke Gegenstände mit einem Nebeneffekt. Ich hätte einen gehabt, der hat den Schaden meiner Standardangriffe verdoppelt, aber ich habe nur noch halbes Leben. Ja, okay. Na, ich bekomme jetzt fürs Treffen, bekomme ich jetzt Gold. Ja, aber wenn ich getroffen werde, verliere ich, ja. Ich finde den Deal ganz okay. Noch? Noch finde ich ihn ganz okay. Ich habe natürlich noch nicht so richtig ein Gefühl dafür, welche Items es sich lohnt, irgendwie aufzubewahren und so weiter. Wohin wollen wir denn weiterlatschen? Also einfach müssen wir geradeaus. Wir sind ja am äußersten Rand der Map. Ja. Was ich auch noch sagen könnte, ist, dass die Teleporter immer an einer anderen Stelle sind. Ja, die Abfolge der Maps ist immer gleich. Also wir haben immer das erste Level und danach kommt man immer hier raus, ja? Soweit ich weiß, ja. Wenn man stirbt. Ich bin mir zumindest recht sicher. Okay. Aber wo der Teleporter ist, ist immer neu gewürfelt. Vor allem ist er manchmal so aus einem komischen dunklen Material und manchmal ist er im Schatten eines anderen dunklen Materials versteckt und nicht mal komplett, sondern nur teilweise dann zu sehen. Ach so, okay. Ich habe die immer nur so gesehen, wie wir sie jetzt gesehen hatten irgendwie. Also die beiden Harten, das sieht man immer schon, aber halt eben ein Teil der runden Plattform ist dann zum Beispiel im Berg verschwunden. Ah, okay. Ja, manchmal ist es echt schwer. Ich dachte erst am Anfang, ey, bin ich jetzt... ja, nimm du den mal. Hast du den? Ja. Yep. Okay, ich hatte den schon. Kann man eigentlich auch Items werfen? Nee, ne? Also droppen für den Mitspieler? Hab ich es noch nie probiert, um ehrlich zu sein. Daher kann ich es gar nicht beurteilen. Hier ist nochmal so ein Schrein mit 50 HP. Machen wir. Oh, jetzt bin ich unsichtbar. Was ist denn jetzt passiert? Weil du wahrscheinlich irgendwas getroffen wurdest oder vielleicht... Heavy Damage... Ah ja, nee, das war Heavy Damage vom Schrein, oder nicht? Ja, von deinem... Das wird Heavy Damage vom Schrein, ja. Da ist mein passiver Skill gezündet worden. Ist geil. Also es macht schon Bock, jetzt so zu zweit. Wenn man auch nicht ständig von allen Seiten, weil teilweise ist es ja schon nervig, ne? Du bist ja wirklich von allen Seiten irgendwie engaged. Mir fehlt also ein bisschen... Wenn man auch unterschiedliche Klassen hat mit allen unterschiedlichen Spezialsachen, dann wird es auch immer deutlich lustiger. Ja. Hattest du angedeutet mir gegenüber vorab, dass du denkst, dass die ein oder andere Klasse ein bisschen OP ist? Also normal bin ich mit dem hier eigentlich problemlos durchgekommen, da habe ich eigentlich alles meine beiden Turrets machen lassen, die ich mit mir rumtragen kann. Da habe ich einfach nur still rumgestanden und habe gar nichts mehr gemacht. Ah, guck mal, wenn ich stehen bleibe 2 Sekunden, heile ich die... also wenn du wirklich Heavy Damage hast, musst du dich zu mir stellen. Dann heile ich dich nämlich. Aber im Moment scheinst du kein Problem zu haben. Was ich mir noch wünschen würde bei der Einstellung links, dass du nicht die gleiche Bedeutung hast wie die ganzen, ich sag mal, Turrets und so weiter, weißt du? Dass der Mitspieler immerhin noch ein bisschen, zumindest nicht mittendrin in der Liste steht, weißt du? Also, dass man dich halt einfach... Na, du stehst bei mir mittendrin. Bei mir steht Gunner Drone, Healing Drone, Healing Drone, The Buka, Engineered Turret. Okay, bei mir stehst du halt eben ganz oben in der Liste. Okay, na, bei mir stehst du halt als Vorletzter und das finde ich halt doof. Weil du bist ja der Mitspieler, also... Ja. Okay. Gut, vielleicht kommt das ja noch. Ja, ja, klar. Also, das ist ja nur quasi, was mir halt auffällt nach ein bisschen Spiel. Was ich mir wünschen könnte, was ich mir wünschen würde. Hier 164, das Geld haben wir alles. Oh, was ist das Schönes? Das kenne ich gar nicht. Killing enemies surrounds you with icicles. Okay. Hm. Also, wenn ich töte, bekomme ich wahrscheinlich so ein Eis-Ding um mich rum. Schauen wir gleich mal. Oder werde ich dadurch langsamer? Ich bin mir gerade nicht sicher. Naja, dann wäre es aber Schwachsinn, dass du da langsamer wirst durch den Effekt deines eigenen Gegenstands. Ja, das stimmt. So, hier das Ding mal rein. Ist dieser 3D-Printer komplett random? Welches Item er... Nein, immer das, was hier in der Seite drauf ist. Nee, was ich reinstecke. Ach so, ja, das ist leider absolut random. Das ist random, okay. Das heißt, wenn ich Pech habe, verliere ich halt ein seltenes Item. Wie ist es eigentlich generell mit der Farbe? Es gibt auch grün, blau ist das stärkste, oder was? Nein, blau ist... Es gibt noch was stärkeres, es gibt noch Legendaries. Okay, was ist mit dem roten, mit dem Frost Relic? Ich denke, das war ein Legendary. Ah, Legendary. Das finde ich gut. Oh, da droppt irgendein Gegenstand. Was
was ist? Ja, ich glaube, das ist der Effekt von dem Gegenstand, den du aus dem 3D-Drucker bekommen hast. Das okay. Ist voll, laut Beschreibung sollte es ein Munitionspack sein und ein paar deiner Fähigkeiten nachladen oder refreshen. Geil. Okay. Wo wollen wir denn weiter? Wir müssen immer noch den verdammten Teleporter suchen. Ja, den scheiß Teleporter. Oh, wir sind schon auf Hard. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen, okay. Kann man das, ist hier auch der Unterschied. Je nachdem, welche Schwierigkeit man eingestellt hat, vergeht die Zeit schneller oder langsamer. Ja, ja. Ich renne halt einfach mal rum schwer. Und guck jetzt nach dem Teleporter. Du bist runter zum Teleporter gucken. Nee, ich gehe einfach mal rum und such den. Achso, okay. Ja, wir müssen echt mal gucken, weil langsam wird es echt schwer mit dem Abwehren der Viecher. Das ist nicht so geil. Oh, da ist ein kleiner Teufel. Nice. Ach du Holy, was ist denn hier los? Entspannt euch mal, Leute. Entspannt euch. Okay. Das Problem ist... Teleporter. Hast du den? Ja, ich aktivieren. Ich komme rum. So, Leute. Hier ist noch eine Kiste für dich. Jetzt nehme ich... Gib mir was Schönes. Sticky Bomb. Ist der blaue, der gespawnt ist? Der große hier, auf den ich gerade ballere. Ach du Scheiße. Okay. Jetzt haben wir nämlich hier zwei bisschen größere Kollege. Und meine beiden Turrets sind schon weg, okay. Wie weit bist du eigentlich gekommen? Oh, fuck. Ich weiß nicht, wie weit man das sagen kann, ob es schon ein Ende gibt, weil irgendwann wiederholen sich die Level so, dass ich wieder in der neuen Variante des ersten Stadtgebiets war, dann wieder hier durch die Wüste und dann immer weiter durchgegangen bin. Deswegen weiß ich nicht, ob es ein Art Endlosmodus im Augenblick ist. Ah, okay. Andererseits war ich manchmal schon durch ein bestimmtes Portal gegangen, an dessen Ende dann eine Monolith war, an dem ich mich selber zerstören kann, hieß es. Von daher weiß ich nicht, ob das im Augenblick beabsichtigte Ende ist. Bin auf jeden Fall schon mal unsichtbar gerade. Du bist tot? Kann ich dich wiederbeleben? Kein Multiplayer? Ich lebe wieder! Nein, ich guck nur hier zu, das hat mich vertan. Achso. Das wird, glaube ich, sehr, sehr schwer. Den Boss dran zu bekommen, schaffst du ja noch. Aber dann weiter. Oh no! Bin ich tot? Nee. Nee, du bist unsichtbar. Unsichtbar. Ich stelle mich mal hier hin, weil wenn ich stehen bleibe, heile ich mich. 98. 99. Oh. Und das Ah. Und das sind immer noch die beiden Heildrohnen. Ja. Ah, was ist das? Also das ist nur... Toter Gegner. Puh. Die Frage ist, ob du jetzt mitspawnst. Aber so oder so, spawnst du mit? Ja, ja, du bist wieder da. Sehr geil. Pass auf. Ich mach's mal so, wir können gerne noch weiterspielen, aber fürs Angespielt würde ich jetzt mal sagen, wieso ist es denn jetzt very hard? Ach, die Zeit oben ist quasi... levelübergreifend? Natürlich. Scheiße, okay. Ja, pass auf, dann lass uns noch ein bisschen spielen. Komm, dann. Ich weiß nicht, wie lange die Aufzeichnung schon läuft. Ich will es nicht wieder auf eine Dreiviertelstunde, aber wir machen es einfach mal weiter. Ich wollte nämlich schon sagen, lasst ein Follow da, wenn es gefällt. Sagt gerne was dazu. Kommt auf Twitch und überhaupt. Aber dann versuchen wir halt jetzt hier noch im Very Hard irgendwie durchzuhalten. Mein lieber Mann. Weil es wird, glaube ich, schwer genug sein. Ja, verständlich. Deswegen ziehen wir es noch durch, mal gucken, wie weit wir kommen. Ist halt einfach ein kompletter Run. Aber wie schon gesagt, in dem Moment, wo wir hier spielen, schalten wir wiederum Items frei, die dann in den Itempool reinkommen, ne? Also so hast du halt, wie es halt bei anderen Spielen auch ist, immer wieder so einen permanenten Progress, auch wenn du stirbst. Komm halt, Alter, sag mal, ach du Scheiße. Ich dachte schon, stirbt das Ding auch mal irgendwann? Oh, 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 was ist das hier? Ist das eine Ziege? Ein Bulle. Ja, schade. Oder Bison oder was auch immer. Okay. Lass mal irgendwie hier weg, damit wir vielleicht. Weiß nicht, ich würde dahinter hin. So eine Map wäre ganz geil, ne? Tatsächlich. So eine Map, so groß sind die Maps auch nicht. Nee, dass man zumindest weiß, wo man war. Also, ich merke mir das ja immer nie. Ich kann mir ja sowas nie merken, ist ja das Schlimme. Okay. So. Was nimmt man denn hier am besten? Ich finde die Stun Grenade ganz schön, die hier vor mir ist. Die habe ich eigentlich, aber ich nehme sie mal. Ja, dann wird aber der Wahrscheinlichkeit, glaube ich, größer. Ui, was ist das hier für einer? Very hard. Was ist denn die höchste Schwierigkeitsstufe? Ha 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 ha. Ach so, stimmt. Okay.
Das habe ich auch mal irgendwo gelesen. Ah, hier ist nochmal eine Kiste. Gib mir mal das schön. Schwierigkeitsgrade gab es ja auch schon im Vorgänger. Ja, ja. Aber da habe ich es nicht so viel gespielt. Gain access to a rusty lockbox that contain treasure. Aha, und wo ist diese rusty lockbox? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe bis die auch nur relativ selten gefunden. Ich verstecke mich mal hier. Vor allem, weil die unsichtbar sind. Nee, unscheinbar meine ich, nicht unsichtbar. Unsichtbar wäre geil. Ja, such mal auf dieser Map eine unsichtbare Kiste. Das wird schön. Aha. Ist aber dann schon irgendwann sehr verwirrend und sehr voll, ne, der Screen. Also ja, eigentlich hast du ja überall... Wo bist du denn? Ich hab dich doch gerade... Ich bin hier oben auf den Containern. Warte mal. Ach, da oben, ja. Ja, ja. Guten Tag. Ich hatte immer so ein Flieg-Upgrade, dass ich irgendwie so ein Flug-Upgrade, diese Libelle oder was man dann auf dem Rücken hat. Die fand ich ziemlich geil. Ich fand es immer ziemlich langweilig, weil es im Kampf halt, finde ich, nicht viel geholfen hat. Nee, nee, aber jetzt in dem Fall... Oh, da ist der Teleporter. Hier unten. Okay. Wollen wir ihn gleich aktivieren? Komm, auf... Oder würdest du... schwieriger wird? Ja, klick mal du an, ich guck mal, was ich hier noch holen kann. Oder willst du was holen? Nimm mal das, keine Ahnung, was das macht. Oh nee, geht ja nicht mehr, ist ja jetzt gesperrt gerade bei dem Chance Boss. To block incoming damage, das finde ich gut. Ach, der Teddy. Holy shit. Ups, ich muss ja meine Turrets aufstellen, ganz vergessen. Ja, stell mal auf. Holy. Wo ist denn jetzt der Überboss hier eigentlich? Der teleportiert sich manchmal rum und ist zwischen den Teleports für ein paar Sekunden verschwunden. Okay. Ich habe jetzt auch dieses Stillsteh-Upgrade bekommen und das Schöne ist, das gilt auch für meine Turrets. Und meine Turrets sich nicht bewegen können. Ah, okay. Das ist natürlich vorteilhaft. Noch böser ist es, alle diese Effekte, die bei einem Treffer auftreten können, gelten auch für meine Geschütze. Oh, okay. Damit kann man manchmal sehr absurde Sachen machen. Du bist seelengebunden quasi. Alter, was ist denn hier los? Am Himmelswillen. Oh, oh, warte mal, Open Chest. Wo ist eine Chest? Irgendwie hat er mir gerade gesagt, Open Chest. Wo? Wo, wie, wo, was? Da ist noch was. Da ist eine Chest, hier oben. Gib mir noch ein Item. Extra Magazine. Vielleicht schaffen wir das sogar noch. Es geht in Richtung Insane, Freunde. Es geht in Richtung Insane. Wo ist er? Ich bin noch später fast tot. Wenn du willst, aber das ist halt schwierig, stehen zu bleiben bei so vielen Mobs. Ja, ich muss in die Tür. Ich muss hier nur in der Nähe meiner Geschütztürme stehen bleiben, dann werde ich ja schon mitgeheilt. Stimmt. Meine Herren, ey. Ups, ich muss auf das meine Usuppe einsetzen. Müssen wir das den Boss töten, bevor wir den Teleporter verwenden? Nein, wir müssen bloß bei. Ja doch, 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 wir müssen Teleporter aufladen und den Boss besiegen, genau. Okay, also beides. Okay. Ach du Holy. Minus 19 Leben. Minus 19 Leben. Mal gucken. Mein Standardangriff hat ja keine so große Reichweite wie du. Ich muss ja immer mit Minen um mich werfen. Oder Granaten. Ach so. Deswegen bleibt er auch bei 99 hängen, ne? Wahrscheinlich. So, ich stelle mich mal auch hier an die... Das klappt ja ganz gut gerade. Ja. Überraschend sogar. Was ist da los? Der hat sich irgendwo am Teleporter festgehangen oder ich weiß es nicht genau. Habe ich nichts dagegen, soll er stehen bleiben. Yes. Oh. Oh, die Ukulele, die ist geil. Ich nehme mal zwei. Für dich. Die ist doch die, die, die von der einen, also mit diesem Blitz, oder? Der so über... Richtig. Sehr geil. Cool. Sehr schön. Wunderbar. Wären wir noch ein Shop gewesen, wo wir jetzt was kaufen können? Egal. Oh, ja. Cool, wir sind schon Level 14, sehr gut. Also, fürs Angespielt, wir spielen direkt weiter, Buka. Für euch zu Hause heißt es Risk of Rain 2. Wenn es euch gefällt, das gibt es bei Steam, es ist Early Access, es kostet aktuell 18 Euro. Uns macht Spaß, im Koop auf jeden Fall noch mehr als Solo. Wenn euch die Art und Weise so gefällt, es ist ja wie so oft, Leute, die mit solchen Roguelike-Mechanismen nicht zurechtkommen, sind da wahrscheinlich eher enttäuscht. Ja. Überlegt's euch und lasst ein Follow da. Danke fürs Zuschauen. Buka, danke fürs Mitspielen. Immer wieder gerne.